Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X-2. Wir wurden das letzte Mal ziemlich böse beklaut und haben den einen Videospheroiden an die junge Liga zurückgegeben. Habe ich auch gemacht, weil man im ersten Durchlauf 100% erreichen kann und das nur, wenn man den Spheroiden an die junge Liga gibt angeblich. Ich wusste, da war irgendwas mit der jungen Liga, weswegen ich das auch damals schon an die übergeben hatte. Ich glaube, bis Ende von Chateau Leblanc habe ich gespielt. Diesmal ist eine Leblanc-Jagd statt einer Sphero-Jagd. Kleidung stehlen, eine öde Mission. Noch keine Infos über die Kampfuniform. Na dann erstmal nach Kuala Salam. Um in die Villa Leblanc reinzukommen, brauchen wir 3 Kampfuniformen. Suchen wir in ganz Spearer nach den Leblancs. Ja, toll. Willkommen in Guado Salam. Oh, look, the Doe Wings. You're not getting in here, see? But Leblanc broke into our airship. Anything goes for the great Leblanc. Also, Leblanc hat sich anscheinend die Guado-Villa gekrallt. Obwohl der Spheroid von Kilika zurzeit ist. In dieses Haus könnt ihr nicht rein. Ja, Final Fantasy X-2 wurde ein bisschen abgespeckt. Ich wollte auch nach Kilika, aber die Vorbereitungen haben mich zu lange aufgehalten. Gibt's eigentlich noch Guados? Das sieht hier alles nach Albert aus. Der Zustand des Abyssums ist instabil. Daher ist der Zugang gesperrt. Nur die Guado könnten das wieder richten. Ja, hättet ihr die nicht aus ihrem Heim vertrieben, wie es gerade danach aussieht, dann wäre der Zustand jetzt wohl auch nicht so bekackt. Bandenmitglieder sagte, eine Dosisstraße, sie arbeiten nun. Mich interessieren die Spheros nicht, aber ich kann sie für gutes Geld loswerden. Für den Kampf um den Sphero in Kilika war ich zu spät dran und das ärgert mich. Unglaublich. Willkommen, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Mädel, hast du ein Glück? Ich habe hier eine brandneue und interessante Info. Die Info wird dir nicht viel bringen, aber es gibt andere, die sich dafür interessieren. Wenn du mir die Info abkaufst und die einem interessanten Teuer weiterverkaufst, hast du was davon. Ein anderes Mal. Ja, da gibt es irgendwo eine Sidequest-Line, dass man die Infos verkauft. Ich glaube, einmal macht man ganz gutes Plus, einmal macht man ein bisschen Minus und danach leichtes Plus oder so. Kann ich eigentlich in die Donnersteppe raus? Tatsache. Da ist sogar der Kaktorstein. Ich justiere die Blitzableiter, doch das ist schwieriger, als es sich anhört. Da vorne ist dieser Unterschlupf. Gibt's hier Leblancs? Nee, aber andere Gegner. Uiui. So, den beklaue ich mal. Flammenschwert. Flinke Finger, G-Clown. Okay, der ist flammimmun. Tanz, Blindtanz. Oh, der hält ein bisschen was aus. Hauch. Clown, Bolzentrage. Au. Stromringe, hübsch. Dass man jetzt auch mal vernünftige Sachen klauen kann, ist sehr schön. Flinke Finger, Gilklau. Flammenschwert auf den.
So, Riku darf gleich wieder. Der Blindtanz ist halt echt mega praktisch. Au. Okay, auf zur Weißmagierin. Erstmal ein Kraftbrecher drauf. Weißmagie, Vita. Auf Yuna. Okay, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich muss mir die Kostümpalette nochmal ansehen. Nein. Also ich muss doch von der Tänzerin auf Weißmagie gehen? Hä? Das muss ich mal eben googeln. Ich verstehe das Ding nicht. FFX2 Kostüme. Nee, Kostümpaletten. Ja, im Final Fantasy Almanach. Kostümpalette. Schutzformation? Nee, Wiederbelebung. Wo haben wir die denn? Wiederbelebung, da. Sanakant. Ich sah jetzt Frage richtig beantworten. Ah! Was haben wir hier? 133. Kapitel 1, Mulden 3. Achso. Bonus. Engel und Heilung. Hä? Ja, es sind hier auch nur die Fundorte. Nee, das ist alles nicht das Richtige. Drei Leere. Vita benutzen, Vitra benutzen, Vitga benutzen. Ah ne, Wiederbelebung. Vita und Engel benutzen, Rot, Vitra benutzen. Rot und Blau, Vitga benutzen. Hä? Ich schnall's echt nicht gerade, ne? FFX2 Wiederbelebung Palette. Ich raff die Scheiße überhaupt nicht. So, dann suchen wir hier auf der Seite nochmal. Wiederbelebung. Schalter Vitra, Vitga. Auto-Ability Engel und Vita. Aha. Also anscheinend kriege ich damit Auto-Abilities. Ich verstehe es nicht. Was muss man hier drücken? Viereck, ne? Okay, funktioniert nicht. Ich probiere es jetzt gleich nochmal. Pain. Angriff auf Goldling. Klauen auf Goldling. Weißmagie. Ah, wait. Klauen.
Pain ist tot. Okay. Weißmagie. Engel. Ich habe dadurch die ganzen Weißmagien permanent verfügbar, die dort angegeben sind. Ah, okay. Weißmagie Vitra. Nee, Vita reicht auf Pain. So, Goldding C beklommen jetzt mal. Potion auf Riku. Weißmagie Vita auf Yuna. Elektrokugel geklaut. Und Yuna stirbt. Weißmagie Engel. So, dann gehe ich mal wieder zum Weißmagier zurück. So, Gesundheit. Und mal beten. Und beten. Beten. Rote Beten. Ich schmier Brain AFK hier. Case closed. Okay, jetzt verstehe ich das auch. Ich verstehe gerade übrigens echt nicht, wo ich jetzt nach den LeBlanc-Uniformen suchen soll. Schwertheck. Kraftbrecher. Auf den niederen Dage. Clown. Vita auf Yuna. Clown Peacock Hat. Weißmagie auf Pain. Potion geklaut, sehr schön. Yuna wird mal zur Schwarzmagierin. Schwarzmagie Wasser auf den Goldring. Ist vielleicht ein bisschen effektiver, als die ganze Zeit anzugreifen. Wie viel Schaden macht er gleich? Ja, Yuna, würdest du dann bitte auch mal angreifen? 108. Ist schon ein Unterschied. Der macht Feuer, also gibt's... Wait, Yuna castet auf beide? Wieso kann Yuna auf beide casten? Das verstehe ich jetzt auch nicht, warum Yuna gerade auf beide casten konnte. Weißmagie Level 2 allein, sehr schön. Sehr schön. Und weil der ein Feuergegner ist, dachte ich mir, okay, wird er Eis anfällig sein.
die Weißmagie. Vita. Ich laufe einfach mal weiter durch die Donnersteppe in der Hoffnung, dass ich mein Ziel damit erreichen kann. Was haben wir denn hier rechts? Schwarzmagie. Feuer. I guess. Kraftbrecher. Oder Eis. Abwehr plus. Abwehr plus ist nicht schön. Schwarzmagie. Feuer. Armed. Armed and ready. Feuerer erlangt. Jawoll. Stimmt, ich muss ja wieder meine zu erlernenden Abilities einstellen. Aber man sieht tatsächlich, dass Rikus Zeitleiste sich relativ schnell wieder auffüllt. So, Yuna hat kaum noch Mana, deswegen gehe ich mal mit ihr auf Angriff. So, mit Riku bete ich noch einmal. Daneben. Ja, Gott sei Dank. Und damit wird sie zur Festivalbesucherin. Im Kimono. Ist doch hübsch. Merkt man, dass das Spiel aus Japan kommt? Ich glaube nicht. Wow. Feuerfisch. Was tut es? Und nochmal ein Feuerfisch. Okay, Pain muss zur Schützin. Weil ich mache jetzt langsam echt keinen Schaden mehr. Okay. Gut, ich hätte jetzt mit Pain einen Stahlschuss versucht. Ich wollte hier noch rüber. Falls es geht. Nein, tut es nicht. Okay. Gut, dann beende ich die Folge an der Stelle wieder. Stell danach wieder meine Abilities ein und so weiter. Bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.